Willkommen zurück, Leute, zu Mario Kart 7 Online. Heute mal mit Yoshi unterwegs und dem Ei. Ich bin mal gespannt, wie sich das fahren lässt. Aber hey, was soll's. Wird schon irgendwie gehen, ne? Also schlechter als sonst. Oder was, ja gut, schlechter als sonst kann es durchaus sein. Aber es wird schon nicht viel schlechter sein, ne? Ungefähr so. Ich hasse diese Strecke. Ich hasse sie einfach. Ich mag sie hier nicht. Ich würde so gerne Regenbogen-Boulevard lieben. Natürlich. Immer. Aber auf diesem Spiel, ne, absolut nicht. Aber hey, egal. Ich habe heute ein etwas kanalinternes Thema und auch wahrscheinlich ein Thema, das relativ kurz abgehandelt wird, weil gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Es gibt eine kleine Veränderung, naja, mehr oder weniger. Ihr habt es ein bisschen in der Hand, zumindest teilweise. Und ja, was möchte ich mit euch besprechen? Und zwar ist es so, 2 LPs starten in den nächsten Tagen. Morgen, also Donnerstag, wird Rayman Legends starten für die Xbox One. Warum für die Xbox One? Aus dem einfachen Grund, eine PS4 habe ich noch immer nicht. Kommst du so leicht echt tatsächlich nicht ran an das Ding. Und ja, das erscheint jetzt gerade für Xbox One und PS4, also Donnerstag erscheint das. Und warum let's play ich nicht einfach die Wii U-Version? Das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar das Wii U-Gamepad und die Verwendung des Wii U-Gamepads. Das ist so ein bisschen LP-unfreundlich, möchte ich mal sagen. Ich weiß selber, dass die Wii U-Version an sich so die beste ist, wenn du so zockst, ne, für dich, aber als LP halt eben nicht ganz so geil. Und ja, warum erwähne ich das alles jetzt explizit hier nochmal, dass überhaupt dieses, ja, dass überhaupt dieses LP kommt? Naja, es ist so, ich habe mir überlegt, ich werde mal etwas antesten und zwar etwas ein wenig anders machen als sonst. Und was mache ich anders als sonst? Ich werde bei diesem Let's Play, ich werde die 100% spielen, ganz normal wie gehabt, aber mit einer klitzekleinen Änderung. Und zwar werde ich, und jetzt kommt's, jetzt werden viele aufschreien, das weiß ich, aber lasst mich erstmal ausreden, okay? Bevor ihr jetzt in die Tastatur hämmert und wenn ich es euch gleich sage, beruhigt euch und hört euch erstmal an, was ich zu sagen habe. Ich habe Gründe und ich möchte sie auch gerne erläutern. So, nächstes Rennen. So, setzt euch lieber hin, Leute. Es ist jetzt wirklich, das ist jetzt hart für viele. Ich werde die 100% machen. Und wenn ich etwas in dem Level nicht finden sollte, also ich werde schon ausgiebig suchen, vor allen Dingen, weil da hast du ja auch gut die Möglichkeit, vom letzten Checkpoint immer wieder schnell zu starten und so, das werde ich auch nutzen, bla bla. Aber ich werde alles Weitere, was ich nicht finde, werde ich einfach reinschneiden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, das machst du nicht, das machst du nicht, das will ich nicht, hallo? Wehe, doch, ich werde das machen. Und zwar aus dem einfachen Grund, es gibt mehrere Gründe eigentlich. Zum einen möchte ich es mal für mich selbst testen, weil ich tatsächlich glaube, dass es das LP, also das LPen, schon ein wenig erleichtert für mich. Also ich denke schon, dass es dann leichter ist. Also das hat schon Gründe, warum die das alle machen. Ja, ich glaube doch, das hat schon Gründe, weil das ist dann durchaus zum Kommentieren angenehmer. Und das werde ich einfach mal tun. Ja, das werde ich einfach mal so für mich testweise machen. Ich weiß, ich hatte mal nachgefragt in einem anderen Let's Play, wie sieht's aus, mögt ihr sowas oder wollt ihr sowas lieber nicht? Und dabei kam raus, dass zumindest die Leute, die Kommentare schreiben, mehr kann ich da ja natürlich wieder nicht sagen, es dann doch lieber mögen, wenn man es im Let's Play sucht. So. Ganz offensichtlich ist es aber nicht die beliebteste Methode. Das ist offensichtlich. Also, ne, auch wenn mir das jetzt hier einige Leute erzählen, die nackten Zahlen sagen, das ist nicht die beliebteste Methode, die ich so verwende, nämlich alles im Let's Play suchen bis zum Abkotzen. Nein, absolut nicht. Und deswegen will ich es jetzt einfach mal antesten, wie das Ganze so ist und wie es dann im Endeffekt auch ankommt. Bla bla. Und ja, ne, das ist jetzt wieder so eine Sache. Da ändert sich etwas hier auf diesem Kanal. Das ist jetzt natürlich wieder das pure Böse. Das ist das pure Böse, das weiß ich, Leute, das weiß ich, das ist mir klar. Und ich weiß auch, dass da der ein oder andere gleich aufschreien wird und sagen wird, oh, alles scheiße hier, bist so scheiße, Mann, ich hasse dich. Ich weiß, dann hass mich eben, da muss ich dann mit leben, kann ich auch gut mit leben. Weil wer wegen sowas hier wieder durchdreht, der, ja, der ist mir dann egal. Ich sage es einfach, wie es ist.
ich kann nicht immer auf jeden Rücksicht nehmen und hier und da. Und es ist einfach auch eine Tatsache, das ist der Trend. Das ist der Trend, ne? Es ist ganz offensichtlich der Trend. Da geht das Let's Play halt hin momentan in dieses System. Und es ist einfach so, wer sich da ewig lange vor verschließt, und ich bin dabei, mich da ewig lange vor zu verschließen, der bleibt auf der Strecke. Es ist einfach so, ne? Man kann sich nicht immer vor alles verschließen, man kann nicht immer zu allen Dingen Nein sagen, mache ich nicht. Und man kann nicht immer auf dem alten Stand bleiben, nur weil man das halt besser findet oder sonst was oder irgendjemand anderes das besser findet. Es geht einfach nicht, ne? Kannst du nicht machen. Du musst zusehen, dass das hier mal ans Laufen kommt, und zwar vernünftig. So viel also schon zum Thema Rayman Legends. Da habt ihr natürlich jetzt auch, das könnt ihr jetzt nicht entscheiden, das mache ich einfach. Das ist jetzt beschlossene Sache von meiner Seite aus halt. Kommen wir jetzt zum nächsten. Donkey Kong Country Tropical Freeze soll Freitag starten. Ich nehme jetzt auch einfach mal an, dass es Freitag startet, und da niemand so am Durchdrehen ist und es dann doch alle am Donnerstag hochladen, weil dann tue ich es halt auch, ne? Wenn es alle tun, tue ich es auch, ansonsten nicht. Da ist jetzt so ein bisschen die Frage, da könnt ihr durchaus einige Dinge mitbestimmen. Zum einen würde ich gerne wissen, wie viel davon möchtet ihr am Tag? Also momentan ist der Stand so, dass ich sagen würde, ich denke mal, es kommen zwei Parts davon am Tag erstmal. Weil ich schätze mal, dass alle anderen es auch so handhaben werden. Also alle relevanten Menschen werden es wahrscheinlich so handhaben. Und ja, wenn die drei machen, dann werde ich halt auch drei machen, je nachdem, ich werde gucken, wie die es machen. Aber im Großen und Ganzen würde ich halt auch ganz gerne wissen, wie ihr das gerne hättet. Würdet ihr gerne gleich drei Parts sehen? Also wenn ihr mir jetzt schon hier sagt, nee, ich möchte aber drei Parts am ersten Tag follow, dann kriegen wir auch drei Parts am ersten Tag hin. Das ist dann nicht das Problem. Einfach mal Meinungen dazu dalassen, das ist der eine Punkt. Ach, ein blauer, den habe ich jetzt nicht so ganz gesehen. Ja, das ist der eine Punkt, den ihr mitentscheiden könnt. Der andere Punkt ist, ich überlege, ob ich dieses Reinschneidesystem auch für Tropical Freeze mache. Entschuldigt bitte. Ja, überlege ich wirklich. Einfach weil, ja, das kommt in der Regel dann doch besser an. Es ist einfach, was ich das so sagen muss. Aber bei Tropical Freeze ist ja noch so die Sache, man hat ja den Squawks, ne? Also wenn man dann tatsächlich ein zweites Mal in das Level geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja doch sehr hoch, dass man, ja, ne, was wollte ich sagen? Leute, ihr wisst es, was ich sagen wollte. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass man, alles im zweiten Anlauf findet. Ja. Also mit Squawks wirst du ja in der Regel den Kram dann finden. Aber auch da könnt ihr entscheiden, ob ihr das jetzt so sehen wollt, mit dem Reinschneiden oder nicht. Außerdem überlege ich da auch, ob man vielleicht diese Cut- und Uncut-Version mal ausprobiert. Da ja auch so ein bisschen unschlüssig, dass man zum Beispiel in der Uncut-Version würde man alles sehen. Dankeschön dafür. Also alles, wirklich alles. Alle Fails drin, ne? Also ganz normal. So wie das LP halt aussehen wird. Und wie es halt, ja, ganz normal. Und eine Uncut-Version, in der ich einfach immer nur den perfekten Run reinschneide und das Ganze nachkommentiere. Ja, also dass dann jeder Part sozusagen zweimal hochgeladen wird. Einmal als perfekte Version für die Leute, die einfach nur schnelles Gameplay mit Fortschritt sehen wollen. Und die Uncut-Version für die Leute, die auf das ganze Gefehle stehen. Ah ja, bei Rayman werde ich übrigens auch die Fails mit reinschneiden. Also wenn es krasse Fails gibt oder so, schneide ich die natürlich auch mit rein. Das ist ja selbstverständlich, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, ne? Das ist ja Logan ist das. Mir ist klar, dass der eine oder andere jetzt wieder genervt ist oder sauer ist, weil sich hier eventuell mal was ändert. Aber ich kann es auch gerne nochmal sagen, Leute, es ist einfach so, ne, man kann sich nicht immer verschließen vor allen Dingen. Es ist leider, also was heißt leider? Meine Güte, das ist ja auch nicht so schlimm, ne? Das ist jetzt einfach mal so ein bisschen hier testen, ne? Testen kann ja auch sein, dass ich dann im Endeffekt sehe, okay, dieses System kommt einfach bei den Leuten hier gar nicht an und alles geht den Bach runter, dann werde ich da natürlich wieder zurückrudern müssen, ne? Aber auf der anderen Seite muss ich dann halt auch mal wieder so ein bisschen gucken, vielleicht ist es für mich zum LP noch einfach angenehmer. Weil, naja, also es ist nicht immer so einfach, wenn man so ein Level zum dritten Mal spielt oder so, das zu kommentieren. Also, da kann man sich gelegentlich durchaus schönere Dinge im Leben vorstellen, als das dann zum dritten Mal zu kommentieren, weil man dann sich auch ein bisschen was aus der Nase ziehen muss.
Und ja, also ich denke mal, da erspart man sich einiges tatsächlich so an Stress. Schade. Ja, ich glaube doch. Also ich glaube doch, dass man sich da einiges erspart. Und ja, mal gucken. Also ich teste es mal, ne? Und ihr nehmt es jetzt einfach mal so hin und findet es alle gut, weil ich das halt mache. Und ich bin ja auch schon einer von... Ich bin einer von den Guten, Leute. Ich bin einer von den Guten. Denkt dran. Der Wollo ist einer von den Guten. Dem muss man auch mal ein bisschen unterstützen und ein bisschen helfen. Und sagen, hey, ja, doch. Wenn du meinst, das ist jetzt notwendig, dann stehe ich da komplett hinter dir. Ne? Das ist ganz klar. Also da brauchen wir eigentlich auch gar nicht groß drüber reden, ne? Ich kenne ja meine Community, die ist ja immer auf meiner Seite. Oh Gott, ich bin verraten und verkauft. Absolut, ich bin verraten und verkauft. Gott, bin ich verraten und verkauft. Scheiße. Ja, gut, ist egal. Das ist hier ein kurzer, knackiger MK7-Part, ne? Eure Meinung ist gefragt in den Kommentaren. Hatet mich bitte tot. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Oder in den neuen Projekten, die morgen und übermorgen starten. Durchaus mal reingucken. Bis dann und ciao.